Die Rocket-Bosse haben ihre Pokémon gewechselt und ich zeige euch heute, wie ihr am besten Sierra besiegt. Wir nehmen diese drei Pokémon her, Machomai, Mamutel und Despotam. Das erste Pokémon ist immer Kanivana und dann müssen wir einfach schauen, was die nächsten Pokémon sind. Gegen Kanivana ist eigentlich ziemlich einfach, ihr braucht einfach nur ein Kampf-Pokémon und es sollte überhaupt kein Problem sein. Ich habe meinem Machomai noch eine zweite Attacke beigebracht. Ihr habt gesehen, das ist ziemlich schnell jetzt tot. Einfach eine zweite Attacke, die ziemlich schnell lädt, also Steinhagel, die sogar schneller lädt als die Kampfladeattacke von Machomai. Die ersten zwei Attacken könnt ihr einfach durchlaufen lassen, weil die werden eh geblockt. Gegen Hypopoterus, was wir jetzt haben, ist Mamutel ziemlich gut. Wir lassen trotzdem einfach jetzt noch den ein bisschen angreifen, haben jetzt die zwei Schilde schon rausbekommen und greifen jetzt mit Mamutel an und sollten dann mit der ersten Ladeattacke, die wir jetzt natürlich auch aktivieren müssen, mit der ersten Ladeattacke sollten wir das dann besiegt haben. Und schauen wir einfach, was das dritte Pokémon ist. Hundemon, genau. Und dafür ist jetzt dann eben wieder Machomai gut. Müssen wir nur schauen und hoffen, dass der noch genug Leben hat, dass wir dass wir Hundemon auch besiegen können. Aber wir machen jetzt erstmal mit unserem Mamutel hier den Rest. Ich hätte vielleicht Dampfwalze gleich einsetzen sollen. Natürlich die Attacke auch immer blocken. Ihr seht, das Ganze ist gar nicht so schwer. Ich setze jetzt mal Dampfwalze ein und dadurch, dass das nicht sehr effektiv ist, sollte es wahrscheinlich langen, das Hundemon sogar zu besiegen. Das heißt, wir haben das mit zwei Pokémon besiegt. Das Despotar ist einfach noch dafür da, um ein weiteres Pokémon von Sierra, das sie haben kann, zu besiegen. Also mit dem Line-Up solltet ihr eigentlich durch alle durchkommen. Ihr müsst immer nur schauen, welches gerade dran ist und wie ihr eben wechseln müsst. Und wie ich schon gesagt habe, am besten einfach so schnell wie es geht eure Ladeattacken rausbringen, dass die zwei Schilde auch dann weg sind von Sierra. Wir schauen jetzt noch schnell, was ich hier für ein Pokémon habe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann natürlich lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Und hoffentlich haben wir jetzt Kanivana in Shiny. Nein, leider nicht. Aber die Chance ist auch nicht sonderlich groß. Deswegen ist es jetzt auch nicht zu schlimm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch helfen. Ciao.